So, hallo an alle und herzlich willkommen zu einer neuen Serie, die im Moment noch in den Startlöchern ist, also eigentlich in den Kinderschuhen. Und zwar, ja, ich habe eigentlich noch überhaupt keinen Namen. Eigentlich wollte ich das so machen. Ich werde auf einen PvP-Server gehen, wirklich reines PvP, und da einfach zocken mit ein paar anderen YouTubern. Wie zum Beispiel eventuell demnächst, also ich werde jetzt noch keine Namen nennen, weil es alles noch nicht sicher ist, aber YouTuber, die ihr auch eventuell aus meinen Videos schon kennen könntet und vielleicht auch neue. Ja, hier will ich einfach ein bisschen zocken und ja, warum? Ganz einfach, früher, als ich, was weiß ich, also relativ viel jünger war, wow, da habe ich damals immer ganz viel auf einem PvP-Server gespielt, wo nicht so viele Leute an waren, hier auch so um die 30 oder so. Und da habe ich so eine Gilde gemacht und das war mega nice. Also so ein Clan. Das seht ihr hier immer, da steht so GK vor oder FMF. Das sind so die Clans, keine Ahnung. Und genau sowas will ich auch machen mit ein paar YouTubern und dann eine richtig schöne Clan-Herrschaft auf diesem Server aufmachen. So, ich habe auf dem Server noch überhaupt nicht gezockt. Die erste Folge werden wir jetzt erstmal alleine machen. Vielleicht sogar auch die zweite, weil gewisse Menschen noch im Urlaub sind und so weiter. Gut, aber das ist auf jeden Fall die erste Folge jetzt alleine. Die zweite weiß ich nicht, aber die erste. Weil ich das einfach alles erst ein bisschen vorstellen will, das wird sonst alles ein bisschen zu chaotisch. So, sehr gut. Dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Wir haben hier als Anfangskit ein Diamantschwert, Schärfe 2, Lederstiefel, Schutz 2, Diamanthelm. So, sehr gut. Das müsste erstmal reichen. Dann würde ich sagen, werden wir mal hier in die Endertruhen das packen, was wir überhaupt nicht brauchen gerade. Das wäre das. Gut, den Köpfel, einen Pfeil lassen wir da auch mal. Das ganze Essen brauchen wir auch nicht. Brauchen im Grunde die Rüstung eigentlich auch noch gar nicht. Aber ich werde mich jetzt hier mal ein bisschen umgucken. Was gibt's denn hier? Zaubertisch, alles klar. Wir haben gar nichts zu essen mehr. Ich frage mal ganz kurz, ob es... Opala. Gibt's eine Farm? Ob es eine Farm gibt? So. Sind auch sehr nette Menschen auf dem Server. Zum Beispiel Gruß an hier, wie hieß er? Markus Nator 2012. Der hat mich sehr gut supportet gerade. So, vielen Dank an ihn und natürlich an andere auch, die mich supportet haben. Das finde ich immer sehr schön, wenn ich auf den Server komme und direkt Support kriege. Danke, X. So, Warp Mob. Achso, hier gibt es diesen Warp. Ah, alles klar. So, sehr schön. So, ich hoffe, wir kriegen auch was ab. So. Ja, wir sollten was abkriegen. Ja, ein bisschen hier XP. Ja, kriegen wir sogar ab. Gut, aber das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte nur mal gucken, wo es das gibt. So, und ich hoffe, hier gibt es auch eine Tierform irgendwo. Vielleicht. Mob-Falle. Okay, ich frag mal. New, da kommst du übrigens mit Warp-Mob, Warp-Mob-Falle und Warp-XP hin. Gibt's denn auch eine Tierfarm für Fleisch? Fleisch, etc. Ja, ich bin nicht der beste Schreiber. Spawn? Ja, genau. Direkt neben den Spawn angeblich. Gut, da gucken wir jetzt mal nach. Hier vielleicht? Das könnte... Ah, ja. Ich soll mal Kit PvP machen. Mache ich mal einfach. Gut, dann nehmen wir aber auch erstmal... Ach so, sind sowieso Diamantschwerter. So, passt. Das sollen wir auch machen. Okay, dann machen wir das mal. Start. Ach, wir
kriegen ja immer mehr, sag mal. Gut, Kickstarter machen wir aber erst gleich. Nachdem wir einmal, wie hieß es, das Inventar geleert haben etwas. In der Endertruhe, die sich hier befindet. 150 Blöcke nach dieser Linie kann man abbauen, alles klar. Gut, so. Das brauchen wir erstmal überhaupt gar nicht alles. So, es gibt auch ein TS3 auf diesem Server, zum Glück. Das freut mich immer sehr. So, wir nehmen uns erstmal all sowas mit hier. Das, das, das. Bisschen Holz noch, sehr schön. Bisschen Fleisch, das brauchen wir nicht. Gut. Sollte erstmal reichen, oder? Ja. Gut, dann werden wir noch ein klein bisschen mehr Essen farmen, damit wir gleich direkt loslegen können. So, ich werde die Folgen übrigens in 15 Minuten Parts machen, damit das alles ein bisschen, Dings ist, ne? Einheitlich ist. So, wir müssen natürlich irgendwie da jetzt rauskommen und uns eine geeignete Stelle suchen. Wir laufen einfach mal. Wird das was? Nein, 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 nein. Oh, oh. Verfolgt er uns? Ja. Nee, der verfolgt uns nicht. Alles gut. Wir haben es geschafft, ja. Okay, sehr schön. Dann werden wir einfach mal ganz, ganz weit weglaufen. So weit weg, wie es am besten nur geht. Und dann wahrscheinlich nächste Folge oder übernächste werden wir wahrscheinlich mal einen Clan eröffnen. Also eine Gilde. Wo dann einige Leute in unseren Clan rein können. Also die YouTuber. Oder auch ihr, wenn ihr Bock habt, wäre es natürlich mega nice, wenn wir so als Community sozusagen auf dem Server alle zusammenzocken. Das wäre richtig geil, finde ich. Aber naja, ist natürlich als eure Entscheidung so. Also ich werde auf diesem Server auf jeden Fall viel spielen. Mal sehen, ob ich auch offline spielen werde, aber ich glaube eher nicht, weil es wäre ja vielleicht auch ein bisschen blöd für euch jetzt. Deswegen werde ich wahrscheinlich nur spielen, wenn ich aufnehme. Gut. Damit kommen auch wahrscheinlich mehr Folgen. Dieses Spielmodus? Nein, es ist ja kein Spielmodus. Dieses Formates. So. Sehr gut. Heute Abend startet übrigens für die, die es... Okay, es kann eigentlich fast keiner von euch wissen. Ein kleines MC Battle, also ein Minecraft Battle im Multiplayer mit 20 Leuten. Je Zweier-Teams, also 10 Zweier-Teams. Ich bin im Team mit, na gut, das werdet ihr nachher sehen. Eine bislang für euch noch unbekannte Person, aber werdet ihr erst nachher sehen. So, oder was nachher, was heißt nachher? Wahrscheinlich eher morgen. Kommt auf an, wann ihr das Video jetzt guckt. So, wir laufen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter weg. Gut. Ja, was kann ich zu diesem MC-Battle sagen? Eigentlich nicht viel, außer das wird richtig geil. Das ist so, sozusagen so ein Battle mit ein paar Regeln auf einer riesigen Minecraft-Map in Multiplayer auf einem Server. Davon werden ungefähr 3 Videos pro Woche kommen, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und das auch mit 100%iger Sicherheit, denn das ist eine der Regeln, dass mindestens 3 Videos pro Woche kommen und dann gibt es auch einen Upload-Plan und so weiter und so fort. Gut. Hier ist erstaunlich gut die Gegend noch erhalten, ne? Also hier und da fehlt man Holzstamm, da und hier und da ist nochmal ein bisschen Cobblestone, aber sonst ist mir auch gut. Deswegen habe ich mir einen Server gesucht, wo nicht so viele auf dem Server waren. Nicht so irgendwie crafted.eu, wer es kennt. Achso, ich habe keinen Noobshots mehr. Ach, ich hatte Noobshots, wie geil. Genau, so crafted.eu, falls das jemand kennt, das ist ein Server, wo täglich 200 Spieler durchgehend drauf sind oder so. Hatte ich keine Lust, weil da kann man sich einfach nicht mit so einer eigenen kleinen Community auf dem Server oder so eigene kleine Freundschaften auf dem Server sozusagen oder so kleine Rivalisten auf dem Server aussuchen. Ne? Bei 200 Leuten hier sind nur 30, das ist ein bisschen viel vielleicht immer noch, aber besser als 200 oder 300. So. Einen Shop gibt's ebenfalls. Wusste ich gar nicht. So. Das Einzige, was man kann, ist, glaube ich, voten, wenn ich mich nicht irre. Ich kann jetzt hier /vote. Genau, das mache ich aber nicht in der Folge. Das mache ich entweder vor der Folge oder nach der Folge. Ich muss ihn mal sehen, also. So, sehr gut. Da heißt einer ungehindert. Ja, kann man auch machen. Kann man. Oder aufgespielt HD. Black Girl Todesnudel.
Okay, kann man alles machen. Namen, finde ich, sind immer noch das mit der meisten Kreativität drin. Da merkt man, wie kreativ die Leute manchmal sind oder sein können. So, ich weiß nicht, ob wir noch weiter weg wollen jetzt. Ja, ich würde sagen, ne? Es ist sicher, man braucht, finde ich, eine Zufluchtsstätte. Die muss weit weg sein. Sehr weit weg am besten. Man kann natürlich auch ein PvP-Lager haben, irgendwie, aber das ist natürlich alles ein bisschen, ne? Bisschen schwer eventuell. So, wir haben gleich die 10, ne, wir haben schon die 10 Minuten voll. Das heißt, wir haben noch 5 Minuten. In diese 5 Minuten werden wir aber nicht mehr latschen. Ich würde sagen, hier reicht auch erstmal für die erste Base oder für das erste Lager. Oder? Hier ist schön ein Berg, das könnte auch was werden. Oder, naja, wahrscheinlich grabe ich mich eher runter zum Bedrock. Da sieht man die Namen nicht sofort. Das wäre vielleicht eine etwas bessere Idee. Guck mal hier, unter dem Lavasee, das wäre doch mal eine Idee. Oder? Das Problem ist jetzt natürlich, die anderen sehen, also falls jemand, die wissen, wie ich auf YouTube heiße auf diesem Server, da ich ein, zwei Konversationen geführt habe darüber, und das Problem ist natürlich, die wissen dann theoretisch, wo das Lager ist. Aus dem Grund werde ich genau jetzt einen kleinen Cut machen. Würde ich sagen, oder? Genau. Könnt ihr auch sagen nochmal, ob ich das nicht machen soll, aber ich denke, ich mache das. Es gibt keinen Fallschaden. Ist ja optimal. Genau, einen kleinen Cut machen und dann nur einfach in irgendeine Richtung wieder laufen und dann versuchen, nie F3 zu drücken, weil dann die Koordinaten kommen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer Minute wieder oder in einer Sekunde wohl eher. So, da sind wir wieder an einer, finde ich, geeigneten Stelle. Hier gibt es Zuckerrohr. Wahrscheinlich werden wir unter dem Fluss uns hier reingraben. Die Stelle werde ich jetzt leider, also tut mir leid für euch, die jetzt nicht auf dem Server spielen, aber es wäre natürlich geil, wenn die Community, die dieses Video guckt, auch auf dem Server spielt, wenn ihr wollt. Also ich zwinge dazu nichts oder so. Ist mir nicht egal, es wäre cool, aber ist auch okay, wenn ihr keinen Bock habt, kann ich auch verstehen. Falls ihr trotzdem auf dem Server spielen wollt, deswegen habe ich das jetzt gemacht. Für die, die nicht spielen wollen, ja gut, tut mir leid, aber kann man nicht machen. Kann man nichts machen. So. Wir werden einfach mal ganz kurz. Ach ne, das ist war jetzt ein bisschen blöd, ne? Oder? Ja, ein bisschen. So, wir versuchen uns halt einfach ein bisschen zu verstecken vor anderen Spielern. Ich hatte das nämlich schon mal damals. Da habe ich ganz weit. Ich bin richtig weit. Ich bin, glaube ich, um die 10.000 Blöcke. Das hat eine halbe Stunde gedauert oder so. Ich habe keine Ahnung mehr, wie lange das war. Jetzt sehe ich selber gar nichts mehr. Ah, schnell, schnell, schnell. So. Da habe ich selber eine halbe Stunde rumgelaufen und am Ende wurde ich trotzdem gefunden. Ich weiß bis heute nicht, wie das ging. Damals waren die auch nicht sowas wie Hexed oder so angesagt. Also kann ich eigentlich Set Home machen? Set Home. Upsal. Ja, sehr schön. Gut, dann haben wir hier schon mal das Home gesetzt. Sehr schön. Gut, dann werden wir jetzt mit Folgendes mal ran. Wir gucken, ob wir hier. Ich frage jetzt mal, wie geht's zum Shop? So, ich frage erstmal, wie es zum Shop geht, um zu sehen, inwiefern ich mir Kohle kaufen kann für eine Fackel. Ist mit Befehlen. Slash buy. Nee, slash shop. Ah, slash kaufen. Ah, kaufen. Kohle. Kohle. Also machen wir mal zwei Kohle. Gut, dann haben wir zwei Kohle jetzt gekauft. Und jetzt wollen wir aber noch kurz slash kaufen. Das ist echt cool gemacht. Dick. Nee, oh doch, das war es, das war gut. So. Haben wir 8 Fackeln. Das sollte reichen. T/slash home. Wie sieht es damit aus? Sehr gut. So, dann war es das auch gleich schon mit der ersten Folge. Wir wollen noch ganz kurz hier uns ein bisschen weiter runtergraben.
So, damit uns auch keiner so leicht findet. Weil das wollen wir ja nicht. So. Zack, zack, zack. Zack. Ne, machen wir lieber so. Können wir gleich direkt noch einen mehr. Kriegt ihr noch abgebaut? Ja. Ah, sehr schön. Gut. So. Zack. Boah, der Chat ist aber auch interessant, ne? Naja, gut. Muss man irgendwie auch mal ein bisschen drauf achten, irgendwie, ne? Falls da mal was Interessantes kommt. Also ich hoffe, ich schaffe das jetzt mit den 15 Minuten, aber das müsste gehen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, jetzt müssten auch gleich die 15 Minuten voll sein. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Oder an, ja, ein kleines bisschen runterbauen, damit wir auch einen Ansatzpunkt haben, wo wir nächstes Mal auch richtig was Neues beginnen können. Zum Beispiel den Bau des Lagers. Ah, ich wollte gerade F3 drücken für die Höhe. Oh, das war knapp. Oder ich zensiere das einfach. Ja, vielleicht zensiere ich das auch. Mal sehen. So. Ich meine, so wichtig ist vielleicht auch nicht. Obwohl. Ne. So. Da ist ein neuer Natsu X Craft. Okay, kann man machen. Oh, scheiße. Ich krieg den nicht mehr. Ach, Mann, müssen wir uns einen hoch bauen. Uah. Hello, unsicher. Okay, kann man mal. Ein unsicheres Hallo. Naja, gut. Ich weiß nicht, wie man das ein unsicheres Hallo machen kann, aber ist okay. Jeder verschreibt sich mal oder. Ich weiß gar nicht. Wir sind bei Bedrock angelangt. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns einen kleinen Unterschlupf hier erstmal. So, zack, zack. Damit wir auch was haben. So. Jetzt müssen wir hier noch ganz schnell noch das Home bauen. Wow, yeah, okay, kann man machen. So. Ja, das Home setten. Set. Home. Gut, dann würde ich sagen, lasst doch eine Bewertung da, wenn ihr das öfters sehen wollt. Eine Fackel. Hallo, so, danke. Und wenn es euch gefällt, dieses Format, ich werde es auf jeden Fall weitermachen. Es sei denn, ihr sagt es wirklich komplett für den Arsch, dann werde ich es aber trotzdem weitermachen, weil ich es cool finde. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, lasst eine Bewertung da und bis dann. Ich habe mich schon wieder wiederholt. Gut, bis dann und tschö.